Schön, dass ihr wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge Ostergondel. Und meine besondere Gäste heute kann auch aus Bludenz. Und zwar aus der Caritas-Werkstätte in Bludenz. Und da haben wir einerseits die Chefin da, die Helga Sartori, und ein ganz ein treuer Mitarbeiter, den Christian Schaffner. Wohl. Schön, dass du da bist, wohl. Christian. Wohl. Das schauen wir den gleich an. Das ist ganz interessant da. Mhm. Helga, wie macht das denn der Christian? Er ist ja seit bald 3 Jahrzehnten jetzt in der Werkstätte, gell, bei euch. Mhm. Was macht er denn alles in der Werkstätte? Der Christian Schaffenrad, der schafft schon 29 Jahre und schafft in der Holzwerkstatt. Ja, und da hat er schon etwas in der Hand. Christian, was ist denn das eigentlich? Ist das ein Vogelhüsle? Vogelhüsle kann man da rein, kann man da kann man. Da kann man darf ich da mal, da kann man das Futter rein tun, nehme ich an, gell? Da, ja, reinschütten, genau. Und dann stellt man es wieder da rein. Und da kann man es schön aufhängen, den Baum. Das ist jetzt gerade der Klassiker, Helga, wenn ich das jetzt gerade so erwähnen darf. Ja, boah. Es ist ja ganz, die Blunzer Werkstätte ist ja berühmt dafür eigentlich, nee, dass sie ganz viele Dinge zum Verkaufen hat, gell? Ja, genau. Aber das kann man mehr. Was haben wir noch zum Verkaufen, Christian? Vogelhüsle haben wir noch. Und dann? Anzünder. Also die Anzünder ja, machen wir. Ja, den machen wir für Kinder. Was machen wir da noch? Tierle? Nein, haben wir nicht verkauft. Insektenhäuser? Haben wir nicht verkauft. Hörfunker. Aha, okay, alles klar. Funker. Aber was ich sagen kann, will, Christian, wenn Helga, es ist ja sehr viel an. Eine Sache wird da handproduziert und wird dann im Sprungbrettlädchen verkauft. Im verkauft, gell, Christian? Ja, genau. Was für Sachen reden wir da? Ist das eine große Stückzahl, was ihr jetzt da schon erzeugen könnt? Oder? Also wir können eine große Stückzahl wir machen, auf Bestellung natürlich langfristiger. Ja. Weil es ist alles Handarbeit. Und ja. Unsere besonderen Leute, sie brauchen ein bisschen länger. Das ist überhaupt kein Problem, dafür wird es wunderschön. Und alles Handarbeit. Handarbeit. Mhm. Helga, du redest ja so herzensfroh über die Geschichte, jetzt, wo du als Leiterin vorstehst. Was hat die denn dazu bewogen und wann mit so einer Klientel zum Schaffen. Klienten sieht man ja eigentlich, glaube ich, gell, richtigerweise. Genau, Klienten. Das sind eure Klienten. Wie hat dich die damals bewogen, so etwas zu machen? Also mich jetzt bewogen, deshalb, weil die Werkstätte Bludenz, die hat natürlich eine lange Tradition. Darum habe ich mich entschieden, die Werkstätte Bludenz zu leiten, weil einfach eine große Geschichte dahinter ist. Die Werkstätte Bludenz ist eine der ersten Behinderteneinrichtungen geworden. Und das ehrt mich mit Stolz, dass man mich da damals als Leitung genommen hat. Und mit unseren Menschen drin ist es ganz was Besonderes, weil jeder Einzelne, die haben einfach Fähigkeiten, wo... Unterschätzt man, gell? Genau, sehr. Ja. Und das ist einfach schön. Jeden Tag ist was Neues. Ja. Es sind noch irre tolle Erlebnisse drin, wo man sonst eigentlich nicht hätte. Ja. Und der Christian ist auch so eine ganz tolle Persönlichkeit. Mhm. Christian, komm, darfst du ruhig zum Tisch her, Christian? Aber jetzt schon gehört der Olsen gehört früher. Der Olsen? Der Heinrich Olsen, der große Direktor eigentlich und Macher, gell? Ja, Macher. Und man gehört Special Olympics und alles. Ist das Knie, der hat sich da. Wir waren von Dantini. Also ein Haufen Persönlichkeiten in dem Fall. Christian, jetzt habe ich da ein Büchle gesehen oder ein Mäpple, da hast du Fotos drin. Mhm. Das sind ganz tolle Fotos. Wir haben die auch ein bisschen begleitet noch in der Werkstätte mit der Kamera. Die Aufnahmen sind jetzt auch alle. Jetzt tun wir das einmal da her. Aha, da hat er. Markus. Das ist der Bruder, der Markus. Gell? Das ist meine Tante. Das ist die Tante. Und so kann er mit dem Mäpple eigentlich, das er immer bei sich hat, kann er den Leuten schön sägen. Mhm. Wenn er was zum Sägen hat, kann er drauf sagen und es steht da fein da. Das nennt man, wie es ist, so Kommunikationsheft. Kommunikationsheft. Das haben wir von Christian extra gemacht, weil Christian wird manchmal ganz nervös, gell? Ja. Und er möchte ihm was erzählen. Ja. Und die, was mit dem Christian ganz viel schaffen, die verstehen. Ja. Und das ist das, die anderen tun sich ein bisschen schwer. Und das haben wir noch mit dem Christian verhandelt. Ja. Und mit dem kann er jetzt ganz gut. Ja, ganz toll, wenn er das erklärt. Erklärt das denn. Das ist meine Nichte.
Das auch beim Pickelduster, nicht beim Schlammel. Okay, jawohl. Wie ist auch beim DM dort, Birgit. Und da haben wir jetzt noch eine Geschichte. Das ist, gehört auch zu dem Kommunikationsding. Nein, separat. Das ist separat. Dieses Kommunikationsbuch haben wir deshalb gemacht, weil durch Covid hat der Christian natürlich sehr viele Ängste gehabt. Er hat durch ganz gern Fernsehen schauen. Ja, und da ist natürlich vieles mit dem Tod gewesen und er hat einfach seine Geschichte mit uns aufgeschaffen. Aha, ist das sehr schön. Das ist eine Geschichte von Covid. Ja, aha, das ist also, das macht man das auch mit mehreren Klienten, so eine Sache? Ist das Das ist eigentlich eine Aufarbeitung oder auch für uns Mitarbeiter wichtig, wenn neue Mitarbeiter kommen. Was hat der Christian erlebt? Was sind wichtige Bezugspersonen? Weil der Christian hat einen Papa, der ist leider gestorben und von dem erzählt er sehr, sehr gerne. Und es ist dann ganz schwierig, wenn er nervös ist. Das ist selbstverständlich. Ist das da oder wie? Nein, das ist mein Onkel. Das ist der Onkel, gell? Luis. Jawohl. Genau. Ich habe ja auch ein Geschäft, ein großes, gell? Du, und jetzt habe ich, Christian, eine Frage an dich. Ja. Und zwar, bist du ja eigentlich in Bludenstadt bekannt. Die kennt jeder. Bist immer freundlich unterwegs und alles. Und jetzt sieht man die immer zum Rettungsheim raufgehen. Aus der Stadt. Was tust denn du da bei der Rettung? Kaffee trinken tust du da. Und wie bist du da dazu gekommen? Warum tust du das so gern? Beim Fleig bin ich so gekommen. Beim Fleig, das ist ein Notarzt. Gell? Der Christian Fleig. Der Christian Fleig. Arzt und Notarzt. Und da tun wir einfach immer Kaffee trinken. Und dann gehst du wieder ins Städtli ein oder in die Werkstatt zurück. Oder heimlaufen. Sehr gut. In dem Fall ist es eigentlich aber auch wichtig, dass man diese Klienten nicht zur Selbstständigkeit erzieht, nicht erzieht in dem Sinn, sondern führt, begleitet, oder? Und da helfen eben die Heftchen dazu. Genau. Ja. Und natürlich Christian, weil er so offen ist und einfach in der Stadt, wie du vorher gesehen hast, man kennt ihn. Gell? Ja. Also Christian ist sehr selbstständig unterwegs. Gell? In der Werkstätte Bludenz, da sieht man, das ist der heimliche Bürgermeister, weil er weiß überall, wo das Geschäft zugeht und aufgeht. Also die Informationen. Die Hose ist schon gerne. Ja, genau. Der heimliche Bürgermeister, da kommt ein Rathaus in den Sinn und da gibt es ja auch einen Bote, oder? Und da hat der Christian ja so einen tollen Namen, weil er macht auch so Botengänge eigentlich immer. Was tust du denn da bringen und holen? Diese fertigen Waren da. Und die bringst du von der Werkstatt ins Sprungbrettlädchen. Die Hose. Genau. Ja? Die tust du den ins Sprungbrett, gell? Solche Sachen da? Genau. Alles klar. Das ist toll. Und da bist du berühmt und bekannt dafür, dass du das ganz toll machst, gell? Habe ich da nichts kaputt gemacht? Nein, das passt gut. Funke. Und ein ganz großer, wichtiger Aufgabenbereich hast du noch, nämlich mit dem Müll. Müll, jawohl. Was tust du? Du hast da auch irgendwo etwas aufgeschrieben, oder hast du, sag mir das ruhig einmal, da hast du was ganz Schönes gemacht, oder beziehungsweise kannst du wieder schön sagen. Jawohl, aha, das sind die Kistle. Schachtler sind das. Und irgendwo hast du, glaube ich, gehabt, das mit dem Müll. Was macht er denn da, Helge? Also, der Christian. Ja. Das da. Altpapier kann man es eh nicht tun. Altpapier entsorgen. Also Mülltrennung und alles, Mülltrennung. Oder? Der Christian tut der Container raus, sehr verlässlich. Also verlässlicher Mitarbeiter. Er bringt sogar einen Mitarbeiter den in den Sinn. Jetzt ist wieder zum Aussteller. Mittwoch-Aussteller. Genau. Mittwoch-Aussteller. Donnerstag konnte morgen früh. Stell dir vor. Also man sieht im Ganzen eigentlich eine wunderschöne Persönlichkeit wiederum, wo man nur stolz sein kann, dass man den Christian hat in der Hinsicht. Gell?
Wie schaut das jetzt eigentlich aus so mit der Zukunft? Wir haben ja nicht gerade so einfache Zeiten momentan. Wie geht es euch? Also zurzeit ist es sehr schwierig mit Covid natürlich. Du Wettler. Durch das, dass man bei uns ganz viel mit Sprache kommuniziert, wir müssen jetzt immer die Maske da haben, ja, ist es für viele schwierig. Sehr schwierig, ja. Du Wettler. Und der Christian tut da ganz vieles vom Mund auch lesen, gell? Das ja. ist nicht immer fein, wenn Betreuer die Maske da haben. Ja. Also es ist nicht so lustig zur Zeit zum Arbeiten. Ja. Für die Mitarbeiter und für die Klienten. Ja. Also es ist schon, wäre eine wesentliche Erleichterung, wenn das sich wieder ändert. Also das hofft genau. man natürlich auch bei euch schwer. Mhm. Wie siehst du die Zukunft eigentlich von so einer Caritas-Werkstätte Bludenz? Mhm. Denkt man da auch weiter? Hat man Zukunftsvisionen? Mhm. Was kann man verbessern? Hand du Wettler. Also da sind wir dran, ja, Christian. Hand du Wettler. Also er möchte nur noch sagen, er ist der Beauftragte für die Handtücher. Auch, der ist sehr wichtig natürlich. Wir dann auf die Umwelt schauen, damit wir nur mal so viel Papier haben. Die da, Handtücher Wettler. Die Handtücherwechsler, sehr genau. gut. Mal um 11 und um 3 und um... Und? Um 11, um 3 und um... Fertig. Ja, sehr gut. Also die Zukunft, gell, da, so sind Visionen, wir jetzt, ja. da haben wir jetzt große Visionen, gell, Christian. Ja, unser Wunsch ist, die Werkstätte Bludenz natürlich, wir haben 55 Klienten drin. Und man kennt ja eigentlich nur das Lädele so. Wir haben eigentlich keine Menschen, was zu sich nicht kann. Wir haben natürlich einen Wasch- und Bügelservice, da kann natürlich Privatpersonen. Und jetzt ist so unser Wunsch, unser Garten als Begegnungsgarten zu umgestalten. Und das ist so die Zukunft, wo wir im Planen sind, dass so Bevölkerung zu uns nicht kann. Es gibt Pflänzlekofer vielleicht. Aber das ist jetzt als Zukunftsmusik, aber das ist so das große Projekt, wo ich gerne hätte, dass unsere Menschen in der Werkstatt noch mehr sichtbar werden. Aha, jawohl. Wir können vielleicht einen kleinen Anteil beitragen, dass man solche tolle Persönlichkeit ein bisschen ins Rampenlicht stellt. Wir haben schon öfters dürfen jetzt mit euch das produzieren, speziell jetzt in der Sendung aus der Gondel, was ganz, ganz toll ist. Die Dame kommt öfter vorbei, die Haut. Welche? In der Elke. Nein, mit der Hand. Nein, ich habe nicht die. Er hat ganz, ganz viel zum Erzählen und natürlich viel im Kopf und viel in der Planung. Und während Sie jetzt da noch ein bisschen am Diskutieren sind, darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Helga und beim Christian fürs Kommen. Gell? Das ist ganz lieb, dass du da gekommen bist, Christian. Und weil du gerne ins Gasthaus gehst, habe ich auch mal gehört. Und hier haben wir was drin gestoßen. Wir jetzt da mit frischem Quellwasser an zum Schluss. Und sage nochmal vielen Dank, Christian, fürs Kommen. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Helga. Alles Zum Gute Wohl. Euch. Gell? Und wir sagen Prost und bis nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.